Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge. Nee, Quatsch. Bei der ersten Folge bei unserem Ostseeküstenprojekt. Dierhagenstrand nennen wir das einfach mal. Beim Diepenbrookhof. Und zwar, mein Bruder, ja, Christian. Hallo, hi, grüßt euch. Hallo, der nur PlayStation, deswegen ohne Erweiterung erstmal. Und keine Ahnung. Das ist, kommt noch dazu, genau. Keine Ahnung. Davon auch ganz viel. Ja. Wir fangen quasi mit einem, oder haben angefangen mit einem Startkapital von 2 Millionen, haben uns ein paar Fahrzeuge schon mal gekauft, mit denen wir anfangen wollen. Und kaufen jetzt auch dann das erste Feld. Das wollten wir aber mit euch machen. Noch dabei mit ist Luke Laser, der ist gerade aber noch nicht da, der stößt gleich später, vielleicht in der zweiten Folge mit dazu. Genau. So, welches Feld haben wir gesagt, kaufen wir? Wir hatten das Feld 44 gesagt, ne? Richtig, genau. Ja. Kaufen wir, das mähen wir jetzt direkt. Und da wollen wir dann unser Hof drauf bauen. Gut, dann würde ich mal sagen. Vorgeht unauffällig. Ja. Wir müssen gleich mal eben gucken, ob wir Ballen wickeln. Doch, können wir direkt eigentlich machen. Silageballen, dann haben wir direkt welche. Nee, andersrum, Entschuldigung. Rechtsrum? Ja, ja. Fahr du mal vor. Müssen in die andere Richtung. Das Feld könnte man eigentlich auch direkt kaufen. Dann könnte man direkt noch dreschen. Welches? 14 oder das links hier? Das links, hier. Das ganz große da. Ja. Das ist schon ein bisschen größer. Ich werde gleich mal in den Gebrauchtwaren-Shop gucken, auch was da noch drin ist. So. Müssen gleich mal eben gucken, was wir da einstellen. Wartablage. Oh, wir haben Fruchtzerstörung. Ja. Naja. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, was wir hier fahren. Auch wegen den Reifen, oder wie? Ja, ja, du machst das. Die Frucht uns kaputt hier drauf. Ach so. So. Jetzt gucken wir mal eben wegen bei dir einstellen. Lass mich mal kurz rein. Ich erkläre dir dann gleich, was ich aber gemacht habe. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ja, mal so. Automatasche ist an. Nö, eigentlich nichts. Also du musst eigentlich nur den Pickup senken. Okay. Und die Maschine anmachen. Maschine an habe ich jetzt schon gemacht. Pickup senken und dann fährst du mal einfach hinterher. Alles klar. Wie schnell fährst du? 20. 25. 22. Also ich habe schon ein bisschen Geschwindigkeit hier mit drauf. Gut. Funktioniert, glaube ich. Funktioniert? Ja. Ah, der wickelt die sofort. Ja, ja, der wickelt die sofort und du kannst in einem Durchfallen fahren. Heftig. Müsste eigentlich klappen, in einem Durchfahren. Ja.
Oh, die Kurve nicht richtig. Scheitelpunkt verpasst. Nimmt der Anhänger das nachher automatisch auf, oder? Ja. Das ist stark. Autoload. Ach, deswegen Autoload, alles klar. Hallo, Herr von Betzold. Na? Alter Zugucker? Betzi, ey. Ja, Herr von Betzold. Könntest du auch dabei sein, wenn du jetzt... Ja. Ne? Nächstes Mal muss er dabei sein, das wäre stark. Genau, wir können uns ja einen festen Tag unter der Woche aussuchen. Und dann... Jetzt spiel ich mal Landwirtschaftssimulator. Endlich mal. Und der ist nicht da. Ja. Genau. Echt? Nee, nicht Betsy. Nicht Betsy. Ah! Ramelmona. Was? Ist die da? Das ist nicht Betsy. Ramelmona. Nee, sie hat's geschrieben, nicht Betsy. Was? Oder Leon? Na ja, genau, als ob Leon so schreibt. Ja. Alles gut bei dir, Ramona? Das ist stark. Betsy guckt nie zu und Ramona ist, guckt so. Stammgast. Ja. Einen eigenen Twitch-Kanal, Twitch-Dings machen. Ist so. Ramona könnte doch auch mitspielen, oder nicht? Ramona könnte auch mitspielen, ja. Ja. Das wäre auch witzig. Ja, selbst mittlerweile fast wieder ganz gesund. Noch so ein bisschen Hüsterchen. Ich gebe Vollgas. Bin die Bäuerin dann, ja. Von Bauer sucht Frau, Bäuerin sucht Herr von Betzold. Das heißt demnächst nicht mehr Bauer sucht frei, sondern BauerInnen. Sucht Mann. Ne, sucht BauerInnen außen. Innen und Außenecken. Wir haben das letztens ab und zu geguckt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eine Wette machen. Und wenn ich die Wette verliere, dann melde ich mich da an. Ja. Als Mann oder als Frau? Ja, also. Also, wenn eine Bäuerin dabei ist, dann kann man sich ja auf die Bäuerin, also auf die einzelnen Kandidaten, kannst du dich ja bewerben. Genau, das ist richtig, ja. Ich würde es feiern, wenn Betsy ein Bauer ist. Dann würde ich einfach würde ich bei Betsy mich anmelden. Ja. Wäre witzig. Halte ich Händchen mit Betsy. Geh zusammen mit Betsy in Pool. Ja, hier, wie nennt man das Ding? Jacuzzi. Jacuzzi, genau. Krombacher. Nee, lieber nicht. Dann lieber auf die Frau. Krombacher, Jacuzzi. Ja, nee, lieber nicht. Meine Musik-Playlist, die passt hier zum Landwirtschaftssimulator, ich sag's dir. Ja? Die Sons of Anarchy-Playlist von Spotify, die ist sensationell. Ich muss gleich mal Musik anmachen. Ja, mach die auch an, die ist gut. Nee. Ich mach gleich was anderes an. Dass der Stream auch ein bisschen unterhalten wird, ja. Meint ihr? Genau. Das hatte ich vor. Brüder, du musst doch nicht um deine Mama weinen. Hä, hey, die weint eher um uns. Ja. Wenn die wüsste, was wir spielen, dann würde die nur den Kopf schütteln.
Nein, das glaube ich nicht. Das war übrigens gerade ein Speicherruckler. Oh, den hatte ich ja auch. Pass auf, demnächst will Max mitspielen. Ich sag's dir. Ja. Machen wir den mit dem Graben hier in der Mitte. Den müssen wir dazu kippen. Das müssen wir alle zukippen, ja. Danke, euch auch, viel Spaß und nicht so dolle, ne? Nicht, dass Betsy morgen wieder nicht sitzen kann. Ja. Da kommt ordentlich was runter. Das ist doch gut. Kein Wunder, dass dieses Ding hier so teuer ist, was ich hier habe. Ja. Junge, der macht ja alles automatisch. Wirklich in echt so? Das gibt's wirklich in echt genauso, ja. Wir haben Richtig. eine Vorpresskammer. Also eine Hauptpresskammer und eine Vorpresskammer und dann geht das erst durch die Vorpresskammer und wird schon mal angefangen zu wickeln. Die ist noch nicht so groß und in der Zeit wirft er den anderen Ballen raus und haut das dann in die Hauptpresskammer. Das Mann. funktioniert genauso in Wirklichkeit auch. Fabrik auf dem Feld. Ja. Und die gibt es jetzt noch mit automatischen Umwerfen. Ich weiß nur nicht, ob die das auch kann. Weil wenn du Das jetzt heißt auch wer. am Hang das machst, dann rollen die Ballen ja weg. Ah, und dann stellt er die auf. Okay, schau. Sind das eigentlich so nahe Preise an der Wirklichkeit, oder? Ja, relativ. Relativ. Auch die Preise, wenn du Sachen verkaufst, oder ist das eher so fiktiv? Ja, also ich glaube, auf schwer kommt das schon hin ungefähr. Okay. Also wir haben jetzt hier ich habe eine leichte Stufe jetzt gemacht. Aber wenn du eine schwere Stufe hast, dann ist das, glaube ich, so ungefähr. Da ist noch ein Ballen, das ist natürlich auch. Junge. Wird's aber auch tricky hier. So, wo stellen wir die dann? Machen wir jetzt hin? Hier. Mache ich uns hier hinten eine kleine Betonfläche, wo wir erstmal alles hinstellen? Was Ja, sagen, oder? ne? Ein Erstmal hier kleines, diesen. kleines Silo. Dann mache ich das mal direkt. Was machen wir mit den Ballen? Erstmal sammeln. Erstmal sammeln. Die packen wir hier vorne dann auf dem Haufen. Ja. Gebäude, Silos. Da noch mal eben wegfahren. Und den Ball mal eben wegschieben hier. Ja, auch tauschen, dann kannst du die Gabel nehmen hier. Nö, brauch nicht. Ich schieb den nur ein bisschen, der ist ja rollbar. Ach so. Eigentlich. Ich dachte, du spielst kein Fußball. Ne, mach ich auch nicht. Dein Ding sieht aus wie ein Staubsauger, ey.
Na komm. Gibt's doch gar nicht, ey. Soll ich dir helfen? Gib ihn mal rückwärts, versuche ich mal. Der will den wirklich jetzt nicht schieben, ey. Soll ich mal eben kommen? Hi Phil. Hi Enzo. Ja, geht schon. Ich hab ihn gleich. Bin jetzt auch zu faul, da eben zum Ding zu fahren und das Ding zu holen. Nur so ein bisschen. Komm, noch ein kleines bisschen. So. Danke, Enzo, fürs Folgen. So. Dann versuchen wir den nochmal hinzustellen. Würde mein super Twitch-Account auch mit verlinkt? Nö, du streamst ja nicht. Wegen meinen Followern oder so. Sechs, die ich habe. Aber ich glaube, die hast du auch schon, ne? Ich glaube, ja. Ja, Phil macht ja auch mit. Der macht beim Großelternhof-Projekt mit als LUla. Ah, okay. Und Enzo, den hat bestimmt Phil jetzt mitgebracht, ne? Kann das sein? Das Ding passt sich sogar die Geschwindigkeit an, je nach Menge des Haufens. Ja. Ja. Ach, das war Zufall. Okay, cool. Trotzdem cool. Oh, nee, das war falsch. Vielleicht fehlt ja doch noch meine 50 voll. Nee, aber da fehlen ja, würden jetzt noch 11. 11 11 fehlen. Leute. Ja. Das A50 hast du dir jetzt Ziel genommen dieses Jahr, ne? Das wird aber, glaube ich, nicht. So, ich fahre dann mal eben hin und hole den Ladewagen. Das mach mal. Ich sammle mal die restlichen Haufen noch ein hier. Und dann müssten wir eigentlich noch, ja, ich würde sagen, das machen wir auch. Mähdrescher. Und das eine Feld da machen. So ein Riesenfeld. Ja, lass doch machen. Was kostet der Bums? Sehr viel Geld. Nee, hier muss ich rein. Machen wir gleich. Über den Ladewagen und dann. Hast du noch viel? Ein paar Reste noch, die ich einfahre hier. Dann könntest du gleich damit weitermachen, mit Laden. Dann besorge ich einen Mähdrescher. Ja. Hast du schon gekauft das Feld? Nee. Nee, Würde ich noch dann nicht. aber Nee. gleich machen. Mal eben gucken, was kostet. Oder wir uns einen Mähdrescher erst leihen.
Oder vielleicht gibt es ihn ja als Auftrag. Oh, eine Menge Ballen. Ja. Ah, Mist. Oh, Shitter. Du müsstest mal eben mit deiner... Lass den Ladewagen mal stehen, den Ballenwagen mal stehen. Du musst mal eben den Anhänger mit dem Frontlader von hochleben. Düse. Ach, das Feld können wir uns kaufen. Dicker. Und dann haben wir noch Geld genug. Hast du dich festgefahren da, oder wie? Ja, nein. Oh. Sieht nur so aus. Ach du Scheiße. Hinten irgendwo da, ne? Ja, ja. Hinten ist down. Du musst es hinten ab anheben. Von hinten rein, der Gabel musst du. Ich will jetzt was sagen, aber das lasse ich lieber. Ach, da! So. Ja, sag Bescheid, wenn du es hast, dann. Das müsstest du eigentlich viel einfacher können mit deinem Controller. Ja, nur die Sicht ist doof. Ich weiß noch nicht, wie weit die Gabel immer runter geht. So, jetzt hochheben. Nee. Warte. Nee, noch nicht ganz. Du hängst jetzt. Hat fast geklappt. Ah, ich häng mit dem. Ja, ja. Ja. Räder warte. Sind drüber, aber ja. Ja, warte. Ich hänge hier im Graben. Jetzt mal an hier, ey. Hier ist so ein Graben. Ja, ja, weiß ich. So, Moment. So. Hier runter und dann muss ich irgendwie da dran. Nee, die muss die Gabel noch kippen. So. Und hoch. Er geht nicht hier. Ist irgendwas im Weg. Warte. So, jetzt. So, jetzt geht's los. Ja. Sehr gut. Dann lass ich den mal hier stehen. Dann kannst du gleich wechseln. Kann der eigentlich umkippen hier? So der... Ja. Oh mein Gott. Die können umkippen. Mähdrescher. Ion reicht ja längst, ne? Wie macht Betsy das eigentlich mit dem rückwärts einparken und so hier? So, ganz dann gut sogar. So, Schneidwerke. Das ist das mit dem Automatischen, ne? Dann nehmen wir das mit dem Automatischen einfach mal. Halbe Mille, ey. Junge, wir müssen noch Häuser bauen. Nein, Häuser bauen brauchen wir nicht. Aber Hallen und so, oder nicht? Nö, auch nicht. Nö, erstmal nur nicht. Wir bauen uns gleich einmal diese Baracke, dass wir die Nacht überstehen können. Wir können am Trecker schlafen. Wir können auch durcharbeiten. Naja, lieber nicht. Oh. Mal eben gucken, ob der auch hier dran geht, aber eigentlich sollte das gehen. Ja, sehr gut.
den Rasenmäher hier. Am Anfang ist das Geld knapp. Müssen wir jeden Fitzel Gras mitnehmen. Da ist jemand. Guten Tag. Will doch nichts mit uns zu tun haben. Nee. So, ich hab alles. Nee, da ist noch hinten ist da was. Ach, jetzt muss ich noch hier rauskommen. Das ist gar nicht so einfach hier. Weil das alles so klein ist. Kann ich denn noch halbfertige auspacken hier, rausmachen? Nee. Nee, das bleibt einfach drin. Was? Habe ich das alles aufgesammelt? Ist ja Betrug. Kommt ja noch mal was. Wenn der Luke sich mal meldet, dann... Hallo! Ah, da ist er ja. Hallo! Guten Tag! Hallo! Mahlzeit! Na? Fleißig am Arbeiten hier, oder wie? Ja, klar. Ah, hart am Knüppeln. Hart am Knüppeln. Wo hast denn das Schätzchen ausgegraben? Welches Schätzchen? Ein Drecker. Welchen? Den Fendt. Den 500er. Gekauft. Ja, na Respekt. Alles schönes, gekauft. Schönes Mähwerk. Oh, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ah ne, wir können ja, glaube ich, hier hinten... Ne, weit gefahren. Müssen wir übers Feld drehen. Bitte. Hast du Bock, dir einen Traktor auszusuchen? Selbstverständlich. Immer. Dann haben wir 3 Stück, dann wissen wir, was wir... Ja. Was jeder fahren mag. Alles klar. Bestimmtes Nummernschild oder egal? Ja, bestimmtes Nummernschild. Warte, darf ich dir so bestellst du dann? Nö. Nö. Okay. Alles klar. Wie muss ich den jetzt beladen? Also, das ist, glaube ich, Typ. Warte, sage ich dir sofort. Das ist, glaube ich, Typ 5. Also 3 Buchstaben. 2 Buchstaben und 3 Zahlen. Ja. Und dann RDG für Ribnitz-Dammgarten. Was? RDG? RDG für Ribnitz-Dammgarten. Mhm. DB. Ja. Und dann müsstest du sein bei 104. So. 104. Ich steig mal kurz aus. Nummer 5 war das, gell? Hast du gesagt? Nee, Nummer 3. Ich meine 5? 5 oder 3? Ich bin 3. Bin ich schon. 3, 2, 3. Ja. Aber der, mein Lieblingstrecker, der kostet aber. Was kostet der denn? 233.500. Wie viel? 233.500. Da seid ihr blank, das geht nicht. Das ist halt mein Liebling. Warum geht der denn nicht automatisch? Welcher denn? Hä? Ich hab doch den mit Auto-Load gekauft. Bahntransport. Hä? Nix. Ach so. Da, so. Was da? Da. Du musst in Arbeitsstellung gehen mit dem Ding. Ja, hatte ich eigentlich gemacht. Ja, ich habe noch was umgestellt. Und dann einfach daneben fahren, ne? Und dann einfach nebenher fahren. Was denn? Passt schon. Gut. Aber, liebe YouTube-Zuschauer, damit sind wir am Ende der ersten Folge angelangt.
Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Schaltet beim nächsten Mal gerne mit ein. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und alle, die bei YouTube gucken, guckt gerne bei Twitch und folgt mir da. Das würde mir sehr helfen. Dann sagen wir mal Tschüss und Ciao. Tschüss. Ciao.